Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit dem Spiel Köln gegen den VfL Bochum. Dort betrachten wir einmal die Tore. Da war Simon Terodde, der ja auch mal bei Bochum gespielt, in der 13. Spielminute, der das 1:0 erzielen konnte. Nimmt den Ball an im 5-Meter-Raum, dreht sich dann schnell und lässt Riemann aus kurzer Distanz keine Chance. Mit einem Klasse-Treffer konnte Lukas Hinterseher das Ganze in der 27. Spielminute jedoch ausgleichen. Hier war wieder der Keeper machtlos, Timo Horn aus der Distanz logischerweise nicht mehr in der Lage, das zu parieren. Vor der Pause abermals dann Simon Terodde mit dem 2:1 in der 43. Spielminute, setzt sich da gegen Hoogland durch und platziert den Ball dann oben rechts in den Torwinkel hinein. Es gab aber in der 62. Minute die beste Möglichkeit für Bochum noch zum Ausgleichen. Robert Tesche scheitert am überragenden Timo Horn. So bleibt es beim 2:1. Das Krisenduell SV Sandhausen gegen Greuther Fürth ging besser für die Gastgeber los. Da war es Andrew Wooten in der 23. Spielminute, der zum 1:0 für die Gastgeber einköpfen konnte. Sascha Burchardt hier mit dem Kopfball gegen den Lauf hatte er nicht gerechnet und dementsprechend konnte er nicht mehr rechtzeitig reagieren. Aber Greuther Fürth konnte das Ganze vor der Pause noch ausgleichen. Sebastian Ernst mit einem sehenswerten Schuss aus der zweiten Reihe aus dem Stand. Perfekt oben links rein, da war dann nichts mehr zu halten für Schuhn. Am Ende blieb es bei diesem 1:1 und beide Teams werden weiterhin dann noch auf der Stelle treten. Bielefeld konnte gegen Holstein Kiel den so ersehnten Dreier einfahren. Jetzt wollte man zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim daran anschließen. Und sie starteten wirklich gut in diese Partie. Prietl auf Lukoki und der sieht Vogelsammer und der schiebt ein. Bleibt vor Kevin Müller ganz cool und macht in der 13. Spielminute mit seinem 5. Saisontor die frühe Führung für die Arminen klar. War verdient zu diesem Zeitpunkt ein sehr guter Auftritt der Heimelf. Dann aber auch mal Heidenheim nach vorne, aktiv Griesbeck und dann der Nachschuss von Multhaupt, der muss es natürlich sein. Spätestens der Ball muss einfach im Kasten sitzen, auch wenn der Winkel spitz war. Doch die gleiche Szene noch, Ortega kriegt den Ball nicht geklärt, Thiel und Dorsch, dann Multhaupt gegen die Laufrichtung von Stefan Ortega Moreno und in der 29. Spielminute stand es 1:1. Super Treffer von Maurice Multhaupt, den trifft er aber auch sensationell. Vor der Pause nochmal die Elf von Frank Schmidt. Multhaupt auf Thiel und der macht das 2:1 tatsächlich. In der 39. Spielminute sein erstes Saisontor, hatte zuletzt gegen Ingolstadt eine schwache Partie abgeliefert, wurde in der ersten Halbzeit noch ausgewechselt. Jetzt kann er hier den Führungstreffer erzielen. Aber Bielefeld unter Neuhaus scheinbar zu neuer Stärke gekommen, ließ das nicht auf sich sitzen, wollte es zumindest nicht auf sich sitzen lassen. Diese Flanke und da rauschen dann Klos und Vogelsammer haarscharf dran vorbei. 20 Minuten noch knapp auf der Uhr. Vogelsammer setzt sich im Kopfballduell durch Staude auf Lukoki und der Ausgleich eine Viertelstunde vor dem Ende. Erstes Saisontor für Anderson. Lukoki super gespielt. Vogelsammer auf Staude und die Flanke dann perfekt auf Lukoki. Aber Heidenheim hat in der Nachspielzeit nochmal eine Möglichkeit. Nikola Dovedan legt rüber. Tomala legt auch nochmal ab. Multhaupt, Maurice Multhaupt. Aber der überragende Stefan Ortega Moreno kann dieses 2:2 festhalten. Also geht Bielefeld mit 4 Punkten aus den letzten beiden Spielen in die Winterpause. Kann damit dann vernünftig aufbauen in der Rückrunde. Heidenheim hingegen muss mit diesem Punkt dann auch irgendwie zufrieden sein können. Es wäre für Jens Keller absolut wichtig, noch einen Sieg vor der Winterpause einzufahren. Jetzt kam Regensburg, die setzten sich mit einem späten Treffer zumindest einen Punkt noch auf die Habenseite gegen Sandhausen. Hier starteten aber die Schanzer gut in die Partie und zwar so. 7. Spielminute, Robert Leipert, sein erstes Saisontor, sorgt hier für den Führungstreffer für den FCI. Aber lange ließ das Regensburg nicht auf sich sitzen, kam dann postwendend wieder mal zu einem Angriff. Fein auf Jan George und der lässt sich nicht bitten und macht mit einem wunderbaren Schlenzer aus der Distanz das 1:1. 10. Spielminute und die Partie war ausgeglichen. Es war eine sehr unterhaltsame Partie, auch in der Anfangsphase. Knapp 20 Minuten von der Uhr. George sieht Al-Ghadioui und der macht das 2:1. Es fielen die Tore wie am Fließband in der ersten Halbzeit. 3. Saisontor
Auf Grüttner und Adamian musste man jeweils verzichten. Trotzdem eine starke Offensive legten hier die Gastspieler an den Tag. Noch keine halbe Stunde gespielt. Dann mal wieder Robert Leipertz. 2:2. 26. Spielminute. Es war ein Spektakel im Audi Sportpark. Und auch die so hartgesottenen Fans der Schanzer, die in den letzten Wochen nicht viel zu lachen hatten, kamen hier auf ihre Kosten. Denn 10 Minuten vor der Pause kam dann Dario Lescano, hatte auch gegen Heidenheim ein technisch gutes Tor erzielt. Und jetzt macht das zum zweiten Mal in Folge. 3:2 vor der Pause noch. Und Ingolstadt hatte noch nicht genug. 45. Minute, nochmal ein Angriff. Und da ist Sonny Kittel, 4:2. Ingolstadt hatte die Partie gedreht. Unglaubliche Szenen hier im Audi Sportpark. Und Penke kann nur hinter sich greifen. Der zweite Durchgang wurde dann ein bisschen ruhiger. Auch wenn die erste gute Möglichkeit wieder nach gerade mal 2,5 Minuten Anklang fand. Aber Buntic konnte den Ball festhalten. 21-Jährige im Kasten der Ingolstädter. Regensburg wollte es aber nochmal erzwingen. Stolze mit dem Abschluss, aber wieder Buntic da. Und langsam wurde die Zeit knapp, 2 Tore noch aufzuholen. Aber Regensburg ist dafür bekannt, das zu können. Fein. Und dann Jan George. 4:3, 10 Minuten vor dem Ende. Und die Hoffnung war bei Regensburg zurückgekehrt. 6. Saisontor. Doppelpack Jan George. Und das 7. Tor in einer verrückten Partie. Leider war es dann das Ende dieser überragenden Begegnung. Man hätte gerne noch mehr gesehen. Am Ende gewinnt Ingolstadt mit 4:3. Damit sammelt Jens Keller in seinen ersten 3 Spielen für Ingolstadt 5 Punkte. Eine Bilanz, auf der man dann sicherlich in der Rückrunde noch weiter aufbauen kann. Der FC St. Pauli hatte zuletzt gegen Greuther Fürth zu Hause 2:0 gewonnen. Jetzt kam der erste FC Magdeburg und sie konnten in der 8. Spielminute durch Sammy Alagui mit 1:0 in Führung gehen. Es war der perfekte Start für die Braun-Weißen, die dann ebenfalls durch Sammy Alagui in der 35. Spielminute erhöhen konnten. Henk Fährmann hatte die Übersicht für den mitgelaufenen Sammy Alagui, der dann nur noch den Fuß hinhalten muss. Brunst in dieser Szene wieder ohne jegliche Möglichkeiten, das Ganze zu klären. Und dann vor der Pause noch das 3:0 von Jeremy Duziak in der 39. Spielminute. Das bedeutete auf der anderen Seite dann auch den Endstand. Der FC St. Pauli bleibt also weiter ganz oben in der Spitzengruppe mit dabei und Magdeburg muss dann nach der Winterpause die Siege einfahren. Das Hinspiel war für den HSV sicherlich ein sehr, sehr herber Rückschlag, aber jetzt steht der Hamburger Sportverein am ersten Tabellenplatz. Man verlor mit 0:3 zum Auftakt in die Historie der zweiten Bundesliga, steht jetzt eben als Herbstmeister schon fest. Und sie hatten auch dann die erste Möglichkeit durch Aaron Hunt in der 24. Spielminute. Kein ungefährlicher Schuss aus gut 20 Metern, der traf dann aber nur das Netzgestänge. Es ging auch in diesem Nordduell durchaus ruppig zu. Kingsley Schindler nach 27 Minuten mal mit einem erheblichen Zeichen. Und so wurden hier die Zweikämpfe eben geführt, auch mal mit Hertha, auch mal Gegnern auf den Fuß steigen. Trotzdem hätte der HSV hier spätestens in Führung gehen müssen, wäre auch rechtmäßig gewesen. Wang Hee-chan ist das, trifft aber aus Spitzenwinkel nur die Hände von Kronholm, der aber auch gut reagieren konnte. Jetzt wurde Kiel im zweiten Durchgang dann auch mal vorstellig im gegnerischen Gefahrenbereich, aber Lee, der überragend spielte im Hinspiel, machte hier erstmal einen ungefährlichen Distanzschuss, weil Van Drongelen aufpasste und den mit seinem Bein abwehren konnte. Viertelstunde nur noch zu spielen, es lief auf ein torloses 0:0 raus, nochmal Kiel aber auf dem Weg nach vorne. Lee, der hat die Übersicht, Lee und Kingsley Schindler mit dem 1:0. 77. Spielminute, 6. Saisontor für den gelb Vorbelasteten. Das ist von Lee wieder klasse gespielt. Und ist er wieder derjenige, der hier dem HSV wie im Hinspiel das Genick brechen könnte. Pardon. Hier gab es aber die Möglichkeit. 10 Minuten vor dem Ende. Jatta. Super Aktion. Aber was für eine Parade von Kronholm. Trotzdem nochmal der HSV. Wir sind in der Nachspielzeit. Zumindest das 1:1. Wäre auch verdient gewesen. Khaled Naray. Aber Holtby scheitert am überragenden Kronholm.
Nur mit dieser Glanztat, mit dieser überragenden Tat hält er das 1:0 für Kiel fest. Unter dem Strich ist das absolut schmeichelhaft für die Gastgeber. Der HSV muss sich ärgern, aber wird sicherlich nicht den Kopf in den Sand stecken. Für beide Teams wäre es extrem wichtig, hier in diesem Spiel nochmal vor der Winterpause einen Dreier einzufahren. Man möchte sich weiter entfernen von der Abstiegszone. Die erste Möglichkeit gehörte hier den Gastgebern. Iljutschenko mit dem Torschuss aus der Distanz. Der war gar nicht mal so verkehrt, führte aber nicht zum gewünschten Erfolg, weil noch Hemmelein dran war. Knapp 20 Minuten gespielt, dann nochmal die Gäste aus Dresden im gegnerischen Strafraum. Das ist Philipp Heise und dieser Schuss mit rechts wird dann brandgefährlich. Mesenhöhler streckt sich und kann den dann gerade noch so aus dem Tor kratzen. Dresden wurde jetzt stärker und wollte die Führung erzielen. Müller hatte beim letzten Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli getroffen. Hier ist er wieder per Kopf zur Stelle, kann aber nicht den gewünschten Erfolg erzielen in dieser Situation. Wir springen in die zweite Halbzeit. Wieder Dresden aufmerksamer erstmal. Artig auf Kone und super Möglichkeit für die Gäste, aber auch tolle Parade von Mesenhöhler, der sich dann auf den Ball schmeißen kann. Knappe Stunde gespielt und jetzt wieder die Zebras. Stoppelkamp mit dem Superball auf Josef Claude Giau und der macht in der 59. Spielminute sein zweites Saisontor. Etwas überraschend jetzt die Führung für die Gastgeber, aber es war ein super Abschluss für Schubert, gar nichts mehr zu halten. Konnte Dresden antworten, sie versuchten es zumindest. Heise mit der Flanke. Dann ist das Berko, der legt sich den Ball nochmal rüber zu Benatelli. Der ist mitgelaufen, der Sechser, und schließt dann ab. 69. Spielminute, auch sein zweites Saisontor, führt hier zum verdienten Ausgleich. Dresden wollte jetzt mehr, Dresden wollte noch den Auswärtssieg mitnehmen. Und sie kam tatsächlich nochmal in der Schlussphase. Berko auf Benatelli, der sieht artig und der mit einer klasse Schusstechnik, aber dann nur im Pech. Trifft mit einer guten Schuss. Haltung eben auch dann nur das Außennetz. Es bleibt beim 1:1. Das geht über die 90 Minuten gesehen so auch in Ordnung. Trotzdem war Dresden am Ende ein Stückchen näher dran am Sieg, aber sie nehmen dann eben diesen Punkt nur mit. Ostduell im Sparkassen-Erzgebirgsstadion und Aue hatte zuletzt gegen Darmstadt ein 2:0 noch aus der Hand gegeben. Man hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber sie taten es und jetzt sind sie gegen die Eisernen gefordert, die noch ungeschlagen sind, zuletzt gegen Bochum erfolgreich waren. Die erste Möglichkeit gehörte ja auch den Gästen, dass es Sartl schon über eine halbe Stunde war hier gespielt. Ansehnlich war es lange Zeit in diesem Duell. Es war ja eigentlich nach vorne spielender Mannschaften nicht gewesen. Dann aber 10 Minuten vor der Pause auch mal die Gastgebermannschaft. Parensen war aber dazwischen und kann Schlimmeres verhindern. Der Ball ging da nicht wirklich gefährlich aufs Tor von Krüger. Nochmal vor der Pause dann die Eisernen. Flanke von der rechten Seite. Robert Jule an den Pfosten, aber Ken Reichel ist durchgelaufen und schiebt das Ding dann ein oder hämmert ihn in die Maschen. 45. Spielminute haut er direkt unter das Dach. Der wäre fast noch drüber gegangen, aber 1:0 die Pausenführung für die Gäste. Aue wollte jetzt schnell antworten und hatten durch Pascal Testroth auch die Möglichkeit dazu. In der 49. Spielminute starker Versuch, aber der zieht dann haarscharf am Pfosten vorbei. Kann er sich ärgern, das war eine super Möglichkeit. Dann aber nach dem Standard wieder mal Union gefährlich und dann Krüger kriegt den Ball nicht geklärt. Robert Juhl passt auf und staubt ab. 55. Spielminute, zweites Saisontor für Robert Juhl. Früher ja mal Mittelstürmer, mittlerweile wird er im zentral-defensiven Mittelfeld aufgeboten. Aue wollte jetzt nochmal antworten, eine Viertelstunde vor dem Ende. Testroth kam auch nochmal zu einem Kopfball, jedoch war es das dann. Aue konnte sich davon nicht mehr erholen. Union Berlin bleibt also die komplette Hinserie plus den 18. Spieltag ohne eine Niederlage. Gewinnt verdient mit 2:0 gegen Erzgebirge Aue. Paderborn ging durch Christopher Antwi Ajay in der 36. Spielminute mit 1:0 in Führung. Der SV Darmstadt startete schwach in die Partie und legte erstmal keine gute Hälfte ab. Heuer Fernandes war hier dann machtlos. Man erkämpfte sich zuletzt beim 2:2 gegen Aue zumindest einen Punkt und Tobias Kempe machte dann in der 65. Spielminute auch hier den Ausgleich. Bedeutete am Ende das Endresultat, also ein leistungsgerechtes 1:1, weil Darmstadt in der zweiten Halbzeit dann deutlich aufgedreht hat. Zingerle konnte hier natürlich mal gar nichts machen.
Der SVW in Wiesbaden empfing am Freitagabend in der Brita Arena die Gäste aus VfR Aalen und die hatten zuletzt in der 96. Minute gegen Rostock das 1:1 kassiert. Ihnen wurden dort drei sicher geglaubte Punkte noch zu einem umgewandelt und hier startete es auch extrem schlecht. Manuel Schäffler setzt den Ball per Kopf rein, Bernhard kann sich strecken wie er will, da war nichts zu halten. Aber Aalen spielte sehr gut und positiv nach vorne. Mit dem Ball in die Spitze, da ist Matthias Moritz, der Ausgleich in der 17. Spielminute war geschaffen. Sechstes Saisontor, der Tunnel stark gemacht, da ist dann gar nichts mehr zu parieren. In der 26. Spielminute gab es dann Strafstoß. Unglückliche Szene hier vom Wehner Keeper, dann aber auch die Möglichkeit auf der anderen Seite für Moritz zum 2:1. Er machte es. 27. Spielminute, die Partie war gedreht, siebte Saisontor, Doppelpack für Matthias Moritz, konnte er sich erstmal mit zufrieden schätzen. Doch dann auch wieder der SVW in Wiesbaden auf dem Weg nach vorne und zwar so, Jeremias Lorch mit dem 2:2. Vier Tore in einer knappen halben Stunde, es war eine klasse Partie und sie hatte in der ersten Halbzeit noch nicht genug scheinbar. Wenig später dann wieder Wehn Lorch auf Niklas Schmidt, 3:2. Die Partie wieder gedreht, jetzt wieder in die andere Richtung. Die Gastgeber zeigten ihren Fans hier einen super Auftritt, aber auch die Gäste spielten eben gut mit. Jetzt im zweiten Durchgang, der brauchte nicht lange, um heiß zu werden. Marcel Bär in der 48. Spielminute bereits mit dem 3:3. Super Kopfball, klasse platziert, auch da ist wieder nichts zu halten. Jetzt beruhigte sich die Partie, trotzdem gab es immer wieder Möglichkeiten. Modica in der 64. Spielminute konnte aber nicht treffen. Jetzt sind wir in der Schlussphase. Eine Chance gab es für Aalen noch nach diesem Eckstoß von Matthias Moritz. Könnten sie hier den Dreier mit nach Hause nehmen? Sah mit dem Kopfball, Kolke hält und dann war es vorbei. Das 3:3 geht am Ende des Tages in Ordnung. Super Partie zum Freitagabend hin in den Auftakt des 20. Spieltages. Wehn und Aalen trennen sich 3:3. Platz 1 gegen Platz 20, das gibt häufig mal ganz kuriose Ausgangsszenarien für Spiele vor und Braunschweig hatte ja zuletzt mal wieder gewinnen können. Jetzt wollte man gut in die Rückrunde starten mit diesem ersten Spiel noch vor der Winterpause. Am ersten Spieltag gab es ein 1:1 und das war keine schlechte Partie damals von Braunschweig. Dann ging das Elend aber los. Hier starteten sie in der 15. Spielminute überragend. Leandro Putaro lässt Opoff keine Möglichkeit im kurzen Winkel den rauszuklären. Also die frühe Führung für die Gäste und sie spielten weiter richtig stark nach vorne. Schubert scheinbar jetzt mit der richtigen Elf auf dem Feld. Die nächste Möglichkeit, Opoff ist diesmal da, kann den Ball dann parieren. Es war eine sehr, sehr vernünftige Partie der Gäste sogar. Hätten sich dafür noch weiter belohnen können. Eckstoß dann von der linken Seite in Kansa, kommt auch ran per Kopf. Dann wurde es aber doch etwas zu harmlos. Was war mit Karlsruhe los? Der überragende Tabellenführer mit klasse Spielen in dieser Saison. Verdient da oben stehen, kam hier nicht zur Geltung, weil Schubert die richtigen Mittel gefunden zu haben scheint. Und jetzt gab es wieder eine Möglichkeit erstmal für Braunschweig. Philipp Hofmann ist das, aber Opoff ist da, um diesen harmlosen Kopfball aufzulesen. Doch weiterhin die Gäste, Stunde von der Uhr. Sie wollten jetzt hier den Deckel frühzeitig drauf machen. Hofmann über die rechte Seite, eigentlich kein Flügelflitzer, trotzdem eine klasse Flanke. Dann ist Fürstner per Kopf da, aber Opoff mit einer Glanzparade. Und dann zeigte es sich auch, die Karlsruher wurden unzufrieden. Sie konnten nicht damit leben, was hier auf dem Feld bei Platz 1 gegen Platz 20 vonstatten ging. Da springt ihm der Ball zu weit weg, tritt dann seinen Gegenspieler auf den Schlappen. Doch es gab noch mal eine Möglichkeit, den Punkt hier mitzunehmen. Tiede und dann ist es Fink. Legt auf für Wanicek an die Latte. Dann noch mal Wanicek und Engelhardt hat den Ball. Die letzte Möglichkeit zum 1:1, also vergeben. Im Pech am Ende der KSC verliert mit 0:1 gegen den Tabellenletzten aus Braunschweig, der zum zweiten Mal in Folge gewinnen kann. Der VfL Osnabrück konnte in der 39. Spielminute mit 1:0 in Führung gehen. Da war es Adam Susac, der per Kopf erfolgreich war. Etwas Glück in der Szene, dass der Ball dann am Ende des Tages doch noch über die Linie ging, weil Bethke eigentlich zur Stelle ist, den aber nicht mehr vom Einschlag verhindern kann.
In der 44. Spielminute ein Traumtor von Dave Gnase. Das lässt so ein bisschen zurückblicken an den ersten Spieltag erinnern, denn da hatte Dave Gnase auch ein wunderbares Tor in den Winkel geschossen gegen Körber. Am Ende gewann ja Osnabrück mit 2:1. Hier ging dann aber Würzburg erstmal mit 2:1 in Führung. Vor der Pause konnten sie es noch drehen. Fabio Kaufmann in der 45. Spielminute bleibt hier vor Körber ganz kühl. Dann gab es in der 67. Spielminute jedoch den Ausgleich. Mark Haider mit dem 2:2 Treffer. Hatte auch wieder Glück. Wieder ist der Keeper von den Würzburger Kickers dran. Kann es aber wieder nicht verhindern. Und in der 71. Spielminute das 3:2. Manuel Farona Pulido drehte diese Partie. Dabei blieb es dann auch. Der VfL Osnabrück grüßt weiter ganz oben von der schönen Seite der Tabelle und entführt hier diesen Dreier. Das Tor des Tages bei Meppen gegen Lotte erzielte Adam Strait in der 76. Spielminute. Der Innenverteidiger mit einem Sonntagsschuss perfekt oben in den Knick, da war nicht zu halten. Wichtiger Sieg für die Gäste aus Lotte und Meppen muss sich hier dann durch dieses Tor geschlagen geben. Der TSV 1860 München musste sich zuletzt mit 1:3 abfinden. Gegen Jena verlor man eben zu Hause und wollte jetzt mit dem ersten Rückrundenspiel eine bessere Phase einleiten. Und sie hatten auch die erste Möglichkeit. Nico Kager nach 22 Spielminuten mal nennenswert nach vorne gekommen. Hesel wäre sonst eventuell auch im kurzen Eck da gewesen, aber es wird eben nur das Außennetz getroffen. 10 Minuten vor der Pause und 1860 wurde stärker. Das 1:0 wäre eigentlich überfällig gewesen, aber Wolfgang Hesel hat hier eine super Tat mal ausgepackt und hält den Schuss von Mölders fest. Dann kam auch mal der erste FC Kaiserslautern in den gegnerischen Strafraum in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Eckball von der rechten Seite und dann ist da der Kopfball von Haino und Hut steht da und staubt ab. Völlig allein gelassen, 2-3 Meter vor dem Kasten muss er den Ball dann nur noch an Hiller irgendwie vorbeikriegen, drischt den Ball in die Maschen. Mit 1:0 ging es dann also in die Pause und der zweite Durchgang zog sich dann so ein bisschen. Kaiserslautern dann mal hier durch Biada mit einem Distanzschuss gefährlich geworden. 63. Spielminute, aber Hiller war aufmerksam und konnte diesen satten Schuss dann doch noch parieren. Doch die Teufel blieben dran und wollten hier jetzt die vorzeitige Entscheidung erzielen. Zuck mit der Flanke und dann Pick mit dem Kopfball, gefährliche Aufsätze, aber wieder war Hiller da und konnte Schlimmeres vermeiden. Konnte 1860 jetzt noch einmal nach vorne kommen, zumindest einen Punkt hier rausholen. Im Hinspiel verlor man ja durch ein spätes Tor in der 86. Spielminute und die Antwort war nein. Kaiserslautern hatte stattdessen nochmal die Möglichkeit zu erhöhen, aber der Pfosten machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. 1860 verliert also wieder zu Hause, sehr unglücklich für die Elf von Daniel Birovka und der erste FC Kaiserslautern startet positiv in die Rückrunde rein mit diesem 1:0. Preuß Münster musste sich zuletzt zu Hause geschlagen geben, jetzt kam Fortuna Köln gerade wie zur rechten Zeit, weil die Gäste schlecht in der Saison sind, eine mega miserable Phase aktuell haben und hier hatten sie dann auch die erste Möglichkeit gegen die Gäste. Frühe gelbe Karte für Okan Kurt, der hatte das 1:1 erzielt beim Punktgewinn und jetzt war er hier verantwortlich, dass Münster die erste Chance bekam. Kobylanski trifft aber nur die Mauer. Jetzt macht er es dann in der 18. Spielminute aber deutlich besser. Sein 8. Saisontor und die verdiente Führung für die Gastgeber nicht zu parieren gegen diesen klasse straffen Schuss. Es ging dann mit diesem 1:0 auch verdient in die Pause. Fortuna Köln musste sich jetzt einiges überlegen, um da nochmal rauszukommen. Aber es war ja nur ein Tor, das aufzuholen war. Keine Stunde gespielt, Fortuna Köln versucht es zumindest mal. Weiter Ball von Pintol auf die linke Außenbahn, da kommt die direkte Flanke, aber direkt in die Arme von Schulze Niehus, den hat er ganz fest. Es gab sehr wenige Möglichkeiten, richtig wenige Chancen auf beiden Seiten. Preußen Münster ließ sich hier ein bisschen einschläfern. Sie kam dann mal Kubilanski, aber Renen ist da, hat aufgepasst und kann den Ball unter sich begraben. Wir sind 10 Minuten schon vor dem Ende, dann nochmal Fortuna Köln. Damani gewinnt hier den Ball. Eberwein Kurt sieht dann Benjamin Pintol und der macht in der 81. Spielminute mit seinem ersten Saisontor das 1:1.
absolut unglücklich für Münster, weil es so unnötig entstanden war. Durch einen Abwehrfehler kann sich hier Fortuna Köln zu einem Punkt retten. Ist nicht verdient, aber Preußen Münster versäumt es einfach frühzeitig, die Entscheidung klar zu machen. Und so geht das Spiel Münster gegen Fortuna Köln mit 1:1 zu Ende. Schauen wir auf die Tore vom Spiel Hallischer FC gegen den FSV Zwickau. Da machte Pascal Sohm in der 33. Spielminute das 1:0, was dann auch den Halbzeitstand bedeutete. Aus Spitzenwinkel staubte er hier ab. Ronny König konnte allerdings in der 66. Spielminute per Flugkopfball den Ausgleichstreffer erzielen. Und dann war es auch erstmal das verdiente Zwischenresultat. Passte auf und ist eben mit seiner Coolness vorm Tor da und kann den Ausgleich besorgen. Aber nur 3 Minuten später, Matthias Fetsch mit dem 2:1 sieht in dieser Szene sehr, sehr unglücklich aus. Brinkis Sicht aus, der den verdeckten Schuss zu spät sieht, auf dem falschen Fuß erwischt wird und dann das 2:1 nicht verhindern kann. 3:1 dann in der 73. Minute von Pascal Sohm. Das war dann auch die Entscheidung und das Endergebnis. Der Hallische FC gewinnt unter dem Strich absolut verdient mit 3:1 gegen den FSV Zwickau, der hier einfach nicht auf Augenhöhe spielte. Am ersten Spieltag verlor Hansa Rostock gegen den FC Energie Cottbus mit 3:0. Das wollte man jetzt hier zu Hause vor den eigenen Fans wieder gut machen in diesem doch so hitzigen Derby. Und Cebio Supu hatte die Möglichkeit, in der 9. Spielminute das frühzeitig in die richtige Bahn zu lenken. Und mit seinem 8. Saisontor markierte er dann auch das frühe 1:0. Sehr gute Anfangsphase der Gastgeber. Dann weiter Ball auf Suku. Der hat mit seiner Qualität, mit seiner Schnelligkeit das Ding perfekt auf dem Fuß und netzt ihn dann gegen Aftus Bahic einfach ein. Über eine halbe Stunde schon gespielt. Dann mal ein Distanzversuch von Streli Mamba. Aber der ist deutlich zu harmlos, um da irgendwen auf Seiten der Rostocker in Verlegenheit zu bringen. Eine sehr gute und aufmerksame Verteidigungsarbeit der Gastgeber. Nach der Pause dann wieder Hansa Rostock, wollten jetzt hier noch ein drauflegen. Hilsner auf Cebio Supu, der steckt super durch auf Mervin Biancardi, der aber nicht in der Szene die Coolness behält und dann ist Bahic da, kann den zweiten Gegentreffer für sich vermeiden. Etwas mehr als eine Viertelstunde zu spielen. Rostock hatte nochmal die Möglichkeit, jetzt hier alles klar zu machen. Mit dieser durchaus attraktiven Freistoßposition. Der wird dann aber von Hilsner reingelupft und von Weidlich und Stein dann in gemeinsamer Arbeit geklärt. Etwas sinnbildlich für den zweiten Durchgang, der nicht mehr so viel Chancen und Spektakel aufzuweisen hatte. Aber es gab nochmal eine Möglichkeit für Cottbus zum Ausgleich zu kommen. Kevin Scheithauer auf Mamba. Auf Mamba, diesmal macht das richtig stark. Und kann fast den Ausgleichstreffer erzielen. Gegen Gelios, der aber eine super Parade macht. Wurde selten gefordert an diesem Nachmittag, aber kann sich hier auszeichnen. Super Tat und damit das mögliche 1:1 verhindern konnte. Es kam in der 90. Minute nochmal der FCH nach vorne. Hilsner, Biancardi legt auf, aber der Abschluss dann zu harmlos. Kein Problem für Rostock, sie gewinnen dennoch dieses Derby mit 1:0. Durch den frühen Treffer von Cebio Supu wurde diese Partie dann entschieden. Geht dann unter dem Strich auch so in Ordnung. Das Topspiel am Altenbauer Sportpark oder im Altenbauer Sportpark wurde erst spät relativ spannend. 76. Spielminute, Maxi Beister, auch schon am Montagabend erfolgreich gewesen. Hier per Kopf zum 1:0 konnte er einköpfen gegen Königshofer. Und der machte dann in der 84. Spielminute auch das entscheidende 2:0. Doppelpack, also Maxi Beister, das Endresultat in dieser Spitzenpartie. Haching war unterlegen und so gewinnt Oerding dann verdient am Ende des Tages. Groß Asbach empfing den FC Carl Zeiss Jena und die Gäste konnten sich zuletzt an der Grünwalder Straße mit 3:1 durchsetzen und wollten daran hier positiv in der Mechatronik Arena anschließen. Die erste Möglichkeit gehörte auch der Gastmannschaft. Bock und dann der Abschluss, aber von Leist erstmal abgewehrt. Nach 6 Spielminuten wurde es da nur so halbgefährlich. Trotzdem, Jena war hier erstmal gewillt, früh in Führung zu gehen. Klappte aber nicht, sodass vor der Pause dann auch mal Groß Asbach zu einer Möglichkeit kam. Witztum und dann Pelivan mit einem klasse Abschluss. Kotschor im Tor von Carl Zeiss Jena kann das Ganze aber entschärfen. Dann nochmal in der ersten Halbzeit der Gastgeber, dem mit dem Abschluss aber wieder die Parade
vom Schlussmann der Gastmannschaft. Ging dann mit diesem 0:0 in die Pause. Groß-Asbach wurde jetzt zum Schluss nochmal besser, aber konnte sich dafür nicht belohnen. Jetzt wieder Carl Zeiss Jena aktiver. Julian Günther Schmidt mit der ersten Möglichkeit, aber kein Problem für Broll. Da wirft er sich ohne Probleme auf den Ball. Trotzdem wurden sie jetzt noch zwingender. Stunde gespielt und Julian Günther Schmidt konnte dann in der 59. Spielminute das 1:0 für die Gäste erzielen. Sechstes Saisontor für Julian Günther Schmidt. Super Kopfball, den er da aufs Tor bringt. Und dann ist Broll da ohne Chance. Der schlägt nämlich relativ platziert und oben ein. Jetzt konterten sie die Gäste. In der 83. Spielminute hatte Dennis Lamar, der Innenverteidiger, mal den Sprint mit nach vorne angezogen. Und die Partie war entschieden. Das war dann auch das Endresultat. Der FC Carl Zeiss Jena stärkte sich in der zweiten Halbzeit und gewann dann nicht unverdient mit 2:0 gegen Groß-Asbach. Jo, das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ach nee, jetzt ist ja erstmal Weihnachten. Naja, trotzdem, bis zum nächsten Video und schöne Weihnachten. Bis dann und ciao.